Jo Leute, schön, dass ihr wieder mit am Start seid zu einem neuen Format. Ich weiß ganz ehrlich noch gar nicht, wie ich dieses Format nennen werde. Möchte aber vorab jetzt schon mal die Videos aufnehmen. Und ich kann euch einmal ganz kurz erklären, um was es hier in diesem Format geht. In diesem Format werden wir uns alte Sega-Zeitschriften, also jetzt erstmal nur Sega-Zeitschriften rannehmen. Später, wenn das Format läuft und auch richtig angenommen wird, werden da auf jeden Fall noch andere alte Zeitschriften dazukommen. Aber jetzt beschränken wir uns nur auf Gamers und generell auf die alten Sega-Zeitschriften. Und ich denke, das wird auf jeden Fall ein cooles Format für uns alle werden, weil, ey Leute, sind wir ganz ehrlich, diese Zeitschriften, die sind ja eigentlich so gar nicht mehr zu bekommen. Ich habe einen sehr, sehr, sehr netten Kerl auf eBay Kleinanzeigen getroffen, der mir einen ganzen Schuhkarton davon verkauft hat. Sehr guter Zustand. Das ein oder andere Heft hat halt eine Macke. Ja, meiner Meinung nach jetzt nicht unbedingt das Problem, aber ich will es direkt vorher sagen. Da geht auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Dankeschön auch raus an dich, du mysteriöser eBay Kleinanzeigenhändler. Vielen, vielen Dank. Ich weiß, dass du auf meinem Kanal auch am Start bist. Und wie ich dir ja schon gesagt habe, werden die Hefte jetzt auf jeden Fall ihre Bestimmung finden. Und ich würde sagen, Leute, wir starten das Video. So, Leute, hier haben wir einmal die Gamers. 3.93 April, Mai. Für 6 Mark damals. Ey, auch ziemlich krass. 6 Mark. Ich glaube, heutzutage so eine Ausgabe in einem guten Zustand, so liegt bei 15, 20, 30 Euro. Richtig krass. Und alleine dieses Cover. Leute, lassen wir mal dieses Cover auf uns wirken. Ein wunderschönes Cover. Heutzutage meiner Meinung nach gar nicht mehr auszumalen, solche schönen Cover generell zu sehen. Das siehst du ganz, ganz selten. Bei Indie-Games vielleicht. Höchstens bei Indie-Games. Ansonsten siehst du das gar nicht. So, Leute, ich würde sagen, wir öffnen das Heft jetzt und schauen mal rein. So, da haben wir einmal James Bond 007 fürs Mega Drive. Ich glaube, das habe ich noch nie gespielt. Weiß ich gerade nicht ganz genau. Den Freund, den sollte man kennen. Den Cool Spot. War bei uns in Deutschland zwar auch bekannt, aber keiner wusste wirklich, wer dieser Cool Spot ist. Kleiner Fun Fact. Cool Spot ist der Punkt auf der 7-Up. Die amerikanische Version von Cool Spot hat das auch gezeigt. Dann haben wir hier Tiny Toons. Leute, ich würde mir so sehr wünschen, die Tiny Toons mal wieder im Fernsehen zu sehen, aber die alten Folgen, nicht dieses ganze 3D-Remaster-Scheiß. Es wäre echt zu geil. Was haben wir hier? Mickey Mouse 2 für unterwegs. Ah, okay, eine Game Gear-Version davon. Oh, sehr, sehr cool. Hier haben wir hier Module News. Ariel. Das habe ich mir mal ausgeliehen damals, als ich klein war, von der Nachbarin. Und nach 4 Leveln war ich durch gewesen und alle haben gefragt, ja, wie hast du das denn so schnell durchbekommen? Aber das war halt ein sehr, 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 sehr leichtes Spiel und dann habe ich bei der wieder geklingelt und gesagt, ich will mein Spiel wieder haben, mein Spiel ist scheiße. Mega geil. Muhammad Ali Heavyweight Boxing habe ich auch noch nicht gespielt. Rolo The Rescue, auch ein Titel meiner Meinung nach, der sehr unterschätzt ist. Ich habe mit dem Spiel immer sehr, 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 sehr viel Spaß gehabt. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich habe echt, doch, ich habe das echt sehr, sehr, sehr gerne gespielt. Dann haben wir hier Another World, muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich auch gehabt, aber für die Super Nintendo. Ich weiß nicht. Wurde ich nicht so mit warm, vielleicht weil ich noch klein war, keine Ahnung. Hier haben wir den Genestick. Ich wusste gar nicht, dass es auch einen richtigen Joystick fürs Mega Drive gab. Krass. Konami steigt ein. Tiny Toon. Mega geil. Wer mein Sparkster-Video gesehen hat, weiß ja, was für einen Bezug ich zu Konami hatte oder auch habe. Solltet ihr euch reinziehen, verlinke ich euch hier oben. Zieht es euch mal rein und dann wisst ihr genau, was Sache ist. Ich möchte es euch noch einmal erzählen. Okay, das waren diese ganzen Briefe und so. Ist ja irre, die tollen Videospielsysteme. Guck mal, eine Mega Drive im Magnum-Set für 369 Mark und 87 Pfennige. Ach, ist das geil. Ehrlich, Leute, ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich das feiere. Finde ich total geil. Die Super Nintendo, 197 Mark, 87. Da haben wir die Master System 2, auch eine geile Konsole und die Konsole meiner Kindheit. Also alle drei eigentlich, aber mit den beiden habe ich am meisten gespielt. Master System 2 plus X. Komplette Spielekonsole mit 2 Control-Pads und Netzteil. Inklusive 3 tollen Spielen. 199,87. Und ich sehe gerade, ich habe mich nämlich gerade schon gewundert, warum die Mega Drive so teuer ist und die Super Nintendo nicht. Bei der Mega Drive sind 2 Pads dabei und 4 super Spiele. Leute, 4 super Spiele, da muss man zuschlagen. Ich weiß jetzt gerade nicht, was diese 4 super Spiele waren, aber das wird wahrscheinlich irgend so ein, ja, es werden irgendwelche Spiele sein, die jetzt auf dem Flohmarkt verramscht werden für einen Fünfer. Las Vegas CES. Das war so eine Convention gewesen damals. Ich weiß gerade gar nicht, ob es die heute auch noch gibt. I don't know. Leute, ich bin gerade am Schneiden und habe ein bisschen recherchiert, was die CES ist und ob es die überhaupt noch gibt. Und ja, Leute, ich kam mir ein bisschen dumm vor, weil die Consumer Electronics Show einfach mal die größte Elektronikmesse der Welt ist.
wieder was gelernt. Und ja, da sind ganz viele Spiele vorgestellt worden. Einmal Flashback, das habe ich auch gehabt. Das war wie Another World, kann man sagen, meiner Meinung nach. So kann ich mich dran erinnern, das war nicht cool gewesen. Flintstones fürs Mega Drive, sehr, sehr geiles Game. Batman Revenge of the Joker, auch geil. Mutant League Football, das habe ich auch noch nicht gespielt. Mad Dog McGree, Sega CD, muss ich ganz ehrlich sagen, mit dem Sega CD habe ich nicht so viel zu tun gehabt. Ich habe da nur Sonic CD bis jetzt gespielt. Also das Sega CD ist mir noch Neuland, aber werde ich mich auf jeden Fall mehr mit befassen und ich denke, da werde ich euch auch mitnehmen. Leute, wenn du das aufschlägst, guck mal, da kommt dir direkt die Turtles. Das ist doch der Hammer. Da kommen dir direkt die Turtles. Die hauen dir so ins Gesicht. Patsch. Mega. Das ist, Leute, wow. Leute, ich bin in so einer Telegram-Gruppe drin und diese Leute von der Telegram-Gruppe, die gucken meine Videos auch. Grüße an euch. Und gestern habe ich in diese Gruppe reingeschrieben, dass ich das, nicht spielen kann. Leute, ich weiß auch gerade gar nicht, was das Thema war in der Gruppe, aber immer habe ich da geschrieben, dass ich halt meine Euphorie, die ich in meinen Videos immer habe, dass ich das nicht spiele. Also, das ist keine gespielte Euphorie, dass ihr direkt Bescheid wisst, das ist ernst gemeint. Und wenn ich sowas sehe, da kriege ich ein Flashback, ehrlich. Weil das habe ich als Aufkleber gehabt, von diesem Laden hier. Zieht euch das Barkster-Video rein, dann wisst ihr genau, was ich mit Konami zu tun hatte. Nicht ganz legal. Also eigentlich gar nicht legal, aber es ist ein Teil meines Lebens und sollte auf jeden Fall gesagt werden. Weil Leute, ihr kennt mich langsam so, ich will hier nichts verschönern. Ich bin so, wie ich bin und ich habe das gemacht, was ich gemacht habe und das werde ich euch aufs Brot schmieren. Hier der gute Sparkster, der Boy. Rocket Knight war besser gewesen, aber ist halt auch so ein Ding, der, ja, wie soll ich sagen, der eine mag das, der andere mag dies so. Da haben wir einmal den coolen Spot. Das Wild-West-Level bringt unter anderem zielsichere Scharfschützen mit sich. Klasse! Damit habe ich auch sehr viel Zeit verbracht mit dem Spiel. Auch für die PlayStation gab es damals einen Titel, der hieß Spot Goes to Hollywood. Ja, genau. Auch sehr geil. Hier hat man die ganzen Preise drinnen. Ey, Leute, guckt mal. Ein Cheeky Cheeky Boys für 112 Mark. Ihr wisst ganz genau, was die Preise da derzeit sind. Total überteuert und total krass. Ist einfach heftig. Streets of Rage 2 91 Mark. Leute, das ist nix. Das ist ein Spottpreis. Das ist ein Spottpreis, Alter. Krass. Was haben wir hier? Das müsste Shinobi sein, ne? Ja, das ist Shinobi. Eins meiner absoluten Lieblingsspiele fürs Mega Drive. Dieses Revenge of Shinobi 2. Oder ist es der Teil 1? Ich weiß es gerade nicht ganz genau. Ach, das ist ein geiles Game. Das ist ein richtig geiles Game. Das ist richtig, richtig gut. Und Leute, ich will euch direkt eins sagen. Dieses Mickey Mouse Spiel, Land of Illusion, ist das beste Mickey Mouse Spiel, was jemals rauskam. Das schwöre ich euch. Fürs Master System, spielt das. Besorgt es euch irgendwie und spielt das. Das ist definitiv Retro Gaming Gold. Dann haben wir ja einmal Mega Turrican. Muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich auf dem Amiga gespielt, dieses Spiel. Ja, ich bin da nicht so warm mit geworden. Und ich glaube sogar, das waren deutsche Entwickler gewesen, ne? Genau, genau. Factor 5 war die Crew, die sieht man hier auch. Das ist ein deutsches Spiel und das ist auch Retro-Gaming-Gold. Bin ich nicht so warm mit geworden? Ich glaube, heutzutage, weiß ich nicht. Ich glaube, ich muss das mal testen, ob das immer noch so ist. Aber ich denke mal, weil es sieht ja geil aus. Also ich weiß gerade nicht, wie die Spielemechanik da ist, aber ich sage euch eins, Leute. Ich muss das definitiv mal testen, ob das immer noch so schwer für mich ist. So, da haben wir einmal hier Land of Illusion. Das müsst ihr euch reinziehen, wirklich. Das ist jetzt die Game Gear-Version dafür, ne? Ja, für euren Game Gear. Die habe ich nicht gespielt. Ich habe die Master System-Version gespielt. Und Leute, das war ein Brett. Was haben wir hier für den Action Replay, die Werbung? Ey, das ist auch so retro. Dieser Typ, ich weiß nicht, ob der einen Namen hatte, aber das ist auch definitiv retro. Komplett geil. Komplett geil. So, Leute, kommen wir zu den Global Gladiators. Ey, ehrlich, so ein geiles Spiel. Also, ich habe das sehr, sehr gerne gespielt. Das habe ich auch in meiner One Continue Challenge drin. Fürs Master System und auch fürs Mega Drive. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag das Spiel. Ich mag das Spiel definitiv leiden. Also das ist echt ein gutes Game. Das war auch noch die Glanzzeit von McDonald's. Da war McDonald's noch ein glückliches Kind. Heute, wie jeder weiß, der depressive Erwachsene. Also ich möchte mich jetzt hier nicht lustig machen über Depressionen oder sonstiges. Aber Leute, ihr wisst ganz genau, was mit Mc's passiert ist. Die schönen Stores sind alle weg. Das sind alles nur noch so graue Klumpen. Empfehlung? Sehr geiles Game. Gamers meinte dazu, Grafik 2, Sound 2, eine 1-. Doch, ist in Ordnung. Das kann ich, doch, kann ich sagen, das ist gut. Was haben wir hier? Der Flattermann schlägt zurück. Total geil. Batman Returns, meiner Meinung nach der beste Batman-Film, der jemals rauskam. Eine sehr geile Besetzung und generell die Szene mit den Pinguinen, Leute, sind wir ganz ehrlich, ey. Wo die da alle in Reihe und Glied stehen. Total geil. Total geil.
Und auch das Spiel nicht schlecht, muss man auch direkt dazu sagen. Oh, Tiny Toons. Leute, dieses Tiny Toons ist mit Abstand mein Liebstes. Total geil. Das sollte auch in jeder Sammlung sein. Unfassbar gut, wirklich ein unfassbar gutes Spiel. Und auch diese Animationen so, das sieht einfach geil aus. Da haben die sich so eine Mühe gegeben. Total geil. Grafik 2-, finde ich total, nee, ist nicht gerechtfertigt. Die Grafik ist locker eine 1-, keine 2-. Und der Sound ist bei 2. Und dennoch geben die eine 1-. Ja, weiß ich nicht. Also, die 1- ist gerechtfertigt, auf jeden Fall sogar. Aber das mit der Grafik, nein, das ist für mich eine 1-. Da hat sich bestimmt jemand vertan. Dann haben wir hier Super Fantasy Zone. Das ist auch so ein Spiel, Leute. Hand aufs Herz, das kapiere ich bis heute nicht. So, da fliegst du rum, schießt alles kaputt, gehst in den Laden, holst neue Waffen, schießt weiter alles kaputt. Ja, Prinzip eigentlich nicht schlecht. Geiles Game, aber irgendwie habe ich da noch nie wirklich den Abschluss gefunden. Und würde sagen, dass mit der 3 passt. Grafik 3, Sound 2-. Weiß ich nicht. Die Grafik ist besser als eine 3, meiner Meinung nach. Sound würde ich sogar eine 2 geben. Aber die 3 ist dennoch auf jeden Fall gerechtfertigt, Leute. Ne? Dann haben wir hier James Bond The Duel. Grafik 4, Sound 3. Also das kam nicht so gut an. Mist aber auch. Kann ich nichts zu sagen, weil ich glaube, ich habe das noch nie gespielt. Dann haben wir hier die Master System Version. Grafik 3, Sound 5. Oh, ist das wirklich so grottig? Oh, Leute, das müssen wir uns reinziehen. Das blende ich euch eben ein. Note auf jeden Fall eine 4. Ja, keine Ahnung. Also ich habe es bis jetzt noch nicht gehört. Ihr werdet das jetzt hören und schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare rein, ob ihr auch denkt, dass der Sound eine klare 5 ist. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. California Games 2. Leute, was soll ich dazu sagen? Passt auch. Grafik 4, Sound 4, 4-. Würde ich auch sagen. Aber hat dennoch Spaß gemacht. Also von meiner Seite aus zwar eine 4-, aber trotzdem Spielspaß definitiv da. Dann haben wir hier Dynatex. Die alten Werbungen, Leute, das war so geil. So geil. Hier Neo Geo, ein Traum. Hätte ich so gerne, aber Leute, sind wir ganz ehrlich, das spielt man lieber auf ROMs, weil ich habe keinen Bock, ein Haus zu verwenden. Dann haben wir hier einmal Teenage Mutant Hero Turtles. Für mich sind das aber dennoch die Ninja Turtles. Lass sie hier. Sie passen in diese Welt voller Idioten. Der Hyperstone heißt, Leute, dazu muss man nichts sagen. Hundertprozentig eine 1. Also wenn die da keine 1 gegeben haben, Leute, da weiß ich nicht, was die gemacht haben, sage ich ganz ehrlich. Wo ist da die Note? Grafik 2-, Sound 1-. Nein. Nein, nein. Das ist für mich definitiv eine 1. Das ist ein wundervolles Spiel. Das ist ein total geiles Spiel und das sollte auch jeder gespielt haben. Da haben wir wieder ordentlich Preise. Guck mal, die ganzen Versionen. Japanische Version, deutsche Version, amerikanische Version. Ey, geil. Händleranfrage erwünscht. Gnadenlos GmbH. Geil. Da haben wir einmal Outrun 2019 fürs Mega Drive. Habe ich auch noch nicht gespielt. Grafik 3-, Sound 3-, insgesamt eine 3-, weiß ich nicht. Also, Leute, Hand aufs Herz. Ich weiß nicht, wie die Noten sich da irgendwie zusammensetzen, weil das ist ja öfters mal ein bisschen, ja, anders und komisch. Keine Ahnung. Mit den Noten haben sie es nicht so gehabt, meiner Meinung nach. Aber dennoch weiß ich nicht, was in diesem Spiel auf uns wartet. Werde ich auch demnächst spielen. Was haben wir hier? Der Hammer. Gamer Special. So, Leute, da haben wir Muhammad Ali Boxing. Heavyweight Boxing, sorry, Leute. Habe ich auch noch nicht gespielt. Sieht mir aber sehr nach dem Rocky-Spiel aus, was es fürs Master System gab. Das war gut gewesen, auf jeden Fall sogar. Nur du musstest, glaube ich, bei dem Endgegner einen Dauerfeuer-Controller haben, dass du den packst, weil der war ziemlich krass. Also, Drago hat dich ordentlich aus dem Leben gescheppert, Leute. Das kann ich euch sagen. Das war krass. Muss ich auch mal spielen. Grafik 2-, Sound 2 ist eine 3. Wie gesagt, kann ich nichts zu sagen. I don't know. Ihr wollt Spiele kaufen oder verkaufen? Achtung, Berliner! Was haben wir hier? Captain Planet. Der Test fürs Mega Drive. Das habe ich schon gespielt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das nicht so schlecht. Es ist nicht das beste Spiel, aber es ist nicht das schlechteste Spiel. Grafik 3, Sound 3, Note insgesamt 3. Weiß ich jetzt nicht. War zu lange her, dass ich mich da noch irgendwie dran erinnern kann. Also, ich weiß, dass es kein schlechtes Spiel war, aber auch nicht unbedingt das Beste. I don't know. Hier haben wir Echo. Auch so ein ultimatives Spiel, was eigentlich jeder hatte. Echo hatte jeder gehabt. Ich habe das als Kind immer sehr, sehr gerne gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist auch in meiner Sammlung immer noch drin. Also, doch. Echo, geil. Sollte man auf jeden Fall gespielt haben. So, kommen wir zu den Charts. Da haben wir einmal das Master System. Ich mach das mal ein bisschen weiter vor. So, haben wir einmal das Master System mit Sonic 1 auf dem ersten Platz. Sonic 2 auf dem zweiten Platz. Tom und Jerry auf dem dritten Platz. Das war aber auch kein schlechtes Spiel. Nicht das Beste, aber auch kein schlechtes Spiel. Dann Asterix, wo ich persönlich sage, das Asterix steht locker vor dem Tom und Jerry. Aber okay. Und einmal Populous. Das war ein Aufbauspiel, so viel ich weiß. Kann ich jetzt gerade nichts zu sagen. Weiß ich nicht.
nicht mal. Kommen wir zum Mega Drive. Sonic 1 auf Platz 1 ist okay. Sonic 2 auf Platz 2 ist okay. Mickey and Donald World of Illusion ist auch ein geiles Spiel. Ist auch meiner Meinung nach auf jeden Fall auf dem dritten Platz gut. Lemmings auf 4 und Donald Duck Quackshot. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Quackshot gehört zu meinen persönlichen Top 5 Spielen. Deswegen, das würde ich locker auf die 4 setzen. Also Lemmings ist auch in Ordnung, kann man spielen, aber das würde ich tauschen. Einmal Switch und dann ist gut. Haben wir einmal Game Gear, Sonic 2 auf 1, Sonic 1 auf 2, Lemmings auf 3, Tasmania auf 4 und Donald Duck Lucky Dime Capper auf 5. Auch ein geiles Spiel. Das war auch echt ein sehr, sehr gutes Spiel. Ich weiß aber gerade allerdings nicht, wie da die Umsetzung war fürs Game Gear. Deswegen enthalte ich mich da. Dann haben wir hier die Tipps von Gamer. Cool Spot auf 1, Tiny Toon auf 2, Global Gladiators auf 3, Mega Turrican auf 4 und Land of Illusion auf 5. Ja, ist okay. Internationale Hits. Oh, Schreibfehler war on fleek. Sritz of Rage 2, Road Rash 2, Sonic 2, Sonic 2. Ah, okay, Master System, Mega Drive und 8. Land of Illusion war auch die Game Gear-Version. Und Echo the Dolphin. Kommen wir zur nächsten Seite. Einmal der Test von Shakan. Das war auch echt ein gutes Spiel. Grafik 3, Sound 3. Würde ich glatt unterschreiben. Doch, bei Note 4 weiß ich nicht. Eine 3 vielleicht. Weil 3, 3 ist dann für mich 3, aber okay, für die ist das 4. Ist in Ordnung. Dann haben wir einmal Cyborg Justice. Das sagt mir gar nichts. Das sieht auch echt nicht gut aus, muss ich ehrlich sagen. Also bin ich ganz ehrlich. Grafik 3, Sound 3 und es hat eine 3-. Verstehe ich nicht. Wisst ihr, Leute? So, wie messen die das? Da ist 3, 3, dann ist für mich 3. Da ist 3, 3, da ist 3- und da ist 4. Das geht nicht, weiß ich nicht. Also irgendwie wissen die nicht ganz, wie man das ausrechnet, glaube ich. Oder ich mache irgendwas falsch und das schreibt ihr mir dann bitte in die Kommentare. Dann haben wir einmal den Test von Rainbow Island fürs Master System. Muss ich ehrlich sagen, total geiles Spiel. Also ist ein Arcade-Klassiker. Mag ich gerne leiden, also weiß ich nicht. Grafik 3, Sound 4, kommen sie wieder auf eine 3. Ich weiß nicht, wie die das rechnen. Für mich ist das eine glatte 3, auch mit dem Sound. Aber naja, was haben wir hier? Computerversand. Die haben auch Werbung gemacht, so ehrlich, das ist ja echt krass. Mich würde echt mal interessieren, was so eine Seite Werbung damals gekostet hat. Heute ist ja unbezahlbar fast. Würde mich echt mal interessieren. So, kommen wir zu Home Alone, der Test fürs Game Gear. Habe ich nie gespielt fürs Game Gear. Fürs Mega Drive ja, da war das ganz okay, aber es war nicht das beste Spiel. Da ist Grafik 2- und der Sound ist 5, kommen sie auf 3-. Weiß ich nicht. Kommen wir zu Rollo the Rescue. Grafik 1, Sound 2-, 1-. Dieses Spiel ist absolut der Hammer. Wirklich, Leute, das müsst ihr euch wirklich mal reinziehen. Das ist ein absolut gutes Spiel. Das hätte ich auch sehr gerne wieder auf Cartridge, muss ich ehrlich sagen. Doch, das war cool. Dann haben wir den Test fürs Game Gear Super Offroad. Habe ich auch noch nicht gespielt, keine Ahnung, kann ich nichts zu sagen. Grafik 3, Sound 4, kommen sie wieder auf eine 3. Komm, da reden wir gar nicht mehr drüber, über die Noten, so, weil ihr seht ja, die haben ja irgendwie eine ganz komische Vergabe. So, kommen wir zu Another World. Leute, ich habe euch gesagt, was ich dazu, was ich da halte zu. Grafik 2, Sound 3, damalige Zeit auf jeden Fall. Weiß ich nicht, muss ich nochmal testen, aber war damals kein gutes Spiel. Also ich habe echt meinen Vater ein bisschen nicht so gern gehabt, dass er mir das gekauft hat. So, was haben wir hier? Der Weg zum Erfolg. Einmal ein exklusives Interview. Super Space Invaders. Das sieht doch so geil aus, Leute. Das sieht so gut aus, ehrlich. Hammer. Kommen wir zum Test von Tom und Jerry fürs Game Gear. Das sieht richtig, richtig gut aus, muss ich ehrlich sagen. Das muss ich mir mal anschauen auf meinem Embernic. Das interessiert mich auf jeden Fall. Dann haben wir hier einmal Ariel fürs Master System. Grafik 2, Sound 4, Note 3. Nehmen wir so hin. Nehmen wir einfach so hin, Leute. Leute, unter der Lupe, was haben wir hier? Sega Mega Fire. Ja, das waren diese Autofeuer-Controller. Richtig, richtig geil. Was haben wir hier? Power Clutch. SG. Das Ding sieht geil aus. Das sieht richtig, richtig gut aus. Habe ich bis dato noch nicht gesehen. Den kenne ich aber. Diesen Stick kenne ich und der sieht echt ziemlich, ziemlich sexy aus, muss man wirklich sagen. Hätte ich auch gerne in meiner Sammlung. Was haben wir hier? Den Apollo Pro Stick. Kenne ich auch nicht, aber das Teil kenne ich. Total geil. Was haben wir hier? Da ist der Stick. Da ist noch ein Pro Pad. Das sieht aus wie eine Master System Cartridge. Das ist ein schöner Controller, der ist interessant auf jeden Fall. Das Design ist sehr interessant. Ich weiß nicht, ob man damit gut spielen konnte. I don't know. Keine Ahnung, was denen dabei eingefallen ist. Ich weiß es nicht.
Der Gizmo-Stick, der sieht auch aus wie so ein Gizmo. Krass. Leute, kennt ihr das Teil? Schreibt mir das in die Kommentare rein und schreibt mir auf jeden Fall mal rein, ob man damit gut spielen konnte, weil kann ich mir nicht vorstellen. So Leute, kommen wir zum Gamers Shop. Gleiches Mogelrecht für alle. Mal Leute, so eine alte Sonic-Plüschfigur für 39,95 Mark. Absoluter Hammer. Das waren doch diese komischen Tattoos, ne? Hatte ich auch als Kind gehabt. Ey, Leute, auch die Pins, die habe ich auch als Kind gehabt. Ich weiß nicht, wo das alles gelandet ist, ehrlich. Hier, die Uhr hatten wir auch gehabt, weil ich weiß nämlich zu 1000%, dass wir diese Gamers-Zeitschrift damals im Abo hatten. Ach, hätte man das doch alles vorher gewusst. Gamers Championship. Hast du ein Amstrad-PC bekommen mit eingebautem Mega Drive und was weiß ich, total geil. Für mich ist der Wald gestorben. Oh, sauber du. Leute, kleiner Funfact. Der Zeichner von Werner, der liebe Brösel, ist des Öfteren damals in der Kneipe gewesen, die nur wenige Meter von mir entfernt ist und hat sich da Freitag ab und zu mal einen reingeorgelt. Ein sehr, sehr, sehr sympathischer Mensch, muss ich ehrlich sagen. Viele Leute sehen das anders. Ich habe den immer sehr gerne gesehen und habe auch immer sehr gerne mit dem gesprochen. Der war sehr bodenständig. So Leute, weiter geht's. Einmal Tipps und Tricks für Shinobi, Carmen San Diego auch am Start. Total geil, Leute, ehrlich. Kommen wir zur Players Collection von Sega. Und Leute, Hand aufs Herz, ich hätte gerne jetzt alles und würde auch jetzt alles anziehen. Hammer. Da waren die Größen auch noch perfekt. Hier S, M, L, XL. Und XL war da auch ein XL. Heutzutage musst du ja, wenn du XL hast, mindestens 3XL nehmen, dass die Wampe dann auch in den Pullover passt, wenn ihr wisst, was ich meine. Hier auch wieder Tipps und Tricks. Einmal Terminator, dann für die Lemmings. Und hier Tipps und Tricks für die Simpsons habe ich auch noch nie durchgespielt. Sollte ich mir auf jeden Fall mal rannehmen demnächst. Endgegner Bob der Clown. Zwischengegner Mumie. Wie viele Level hatten das? 5 Level? Zwischengegner Pflanze. Ja, sollte ich mir mal reinziehen. Dann haben wir ja einmal Cheats für Streets of Rage. Super Fantasy Zone. Deadly Moves. Das sagt mir auch gar nichts. Rollo the Rescue. Aber ich glaube, das ist das US-Cover davon. Weil mein Cover sah anders aus. Und Leute, der Theo Kranz-Versand sollte jedem Retro-Gamer definitiv ein Name sein oder auch ein Begriff sein. Und noch mehr Tipps und Tricks. Einmal Thunder Force 4 hatte ich auch gehabt als Kind. Finde ich so schade, dass das alles weg ist. Oh, Mist, Leute. Da kommen die Erinnerungen hoch. Aber Leute, ganz ehrlich, ich kann es nur besser machen und mir das alles wieder Stück für Stück zusammensuchen, zusammenkaufen. Wird sehr teuer, aber was, Leute, was will man machen? Dann haben wir ja einmal die Gamers-Börse. Werde ich euch nicht zeigen wegen Datenschutzgründe. Vielleicht wohnen die Leute da noch. Ich will hier keinen verärgern. Was haben wir hier? Okay, Musik-Reviews. Sting, Lenny Kravitz ab 2.4.93 auch in Frankfurt. Und ich sage euch so, wie es ist, da war ich dann safe da auch gewesen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher, wenn das in Frankfurt war, weil ich bin aus Frankfurt ursprünglich, waren wir da auf jeden Fall gewesen, weil mein Vater auch ein überkrasser Gamer war. Da haben wir den Test noch für Bart vs. the Space Mutants. Das war dieses Simpsons, was ich gerade gesagt habe, was ich noch nicht durchgespielt habe. Das ist auch eigentlich sehr schwer, muss ich ehrlich sagen. Aber ich glaube, man macht sich das schwer. Dann haben wir hier Bulls vs. Lakers. Hatten wir damals auch gehabt, weil mein Bruder ein ganz, ganz großer Chicago Bulls Fan war. Hier haben wir Lexikon Test Master System Choplifter. Fand ich auch ein geiles Spiel. Note 2 bekommen? Doch, das ist in Ordnung. Hier Master System Champions of Europe. Ist halt ein Kickoff-Klon, wie es hier auch schon steht. So waren die Spiele halt damals. Also ich finde es gar nicht so schlecht. Und ja, was willst du sagen? Dann haben wir hier einmal Master System und Game Gear Tipps und Tricks Special 2 und einmal fürs Mega Drive. Auch sehr, sehr, sehr geil. Hier haben wir die Vorschau. Hier kann man dann sehen, was uns im nächsten Heft erwartet. Und hier haben wir den Sega Info Service mit einer Nummer. Und Leute, wisst ihr was? Da rufe ich jetzt eben einmal an, um zu testen, ob diese Nummer noch am Start ist. Die gewählte Nummer ist nicht vergeben. Ah, schade. Ich hätte gerne mit den netten Leuten von Sega gesprochen. Wäre cool gewesen, wenn diese Hotline noch am Start wäre. Aber Leute, so ist es halt einfach. Hier haben wir dann nochmal Werbung für Tiny Toon Adventure. Auch echt, wie gesagt, ja, tolles Spiel. Das habe ich alle, ich habe die alle gehabt, Leute. Und ich muss ehrlich sagen, das war das Beste. Dann war das das Zweite, das war das Dritte und das war das Vierte. Also kannst du eigentlich von unten nach oben sehen. Leute, und damit kommen wir schon zum Ende von der ersten Heftaufnahme. Ich hoffe, ich konnte euch unterhalten mit dem Video. Video und generell mit diesem Format und ihr könnt diesem Format was abgewinnen. Schreibt mir doch bitte in die Kommentare rein, was ich hier an diesem Format verbessern kann, weil wie gesagt, das war das erste Mal. Irgendwann muss man anfangen, das war jetzt halt einfach der Anfang. Ich versuche das so gut wie es geht zu bearbeiten, aber ich bin mir sicher, da werden auch wieder Dinge drin sein, die ich halt einfach nicht so gut bearbeiten kann, wie ich es eigentlich möchte. Deswegen, Leute, schreibt mir auf jeden Fall das in die Kommentare rein. Und Leute, wenn euch das gefällt, was ich mache, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und ich würde sagen, Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Peace!